Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon Keeper. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit doch ein bisschen die Einheiten trainieren lassen, damit ihr das nicht so unbedingt alles in der Aufnahme sehen müsst. Währenddessen sind jetzt hier unsere Ninjas. Die sind jetzt alle Level 10. Und unser Ritter ist ebenfalls Level 10. Diese kann ich jetzt alle mal beruhigt hier in den Bergraum stecken. Können die so ein bisschen mal ihre Kraft ausgleichen. Hab währenddessen wieder ein paar Ebens noch mit reingetan in die in den Trainingsraum, damit diese dann auch mal Level 10 noch zusätzlich werden. Ja, und die anderen Einheiten sind auch alle fleißig dabei. Das trainieren eigentlich alle. So habe ich das in Auftrag gegeben. Das sieht auch soweit ganz gut aus. Die Riesen nähern sich auch langsam der Level 10, Level 10er Marke. Genauso wie die Barbaren und die Vampire. Naja, gut, die anderen, die brauchen halt noch ein bisschen was länger. Aber die sollten es auch hinbekommen. Gut, der nächste Schritt wäre ja dann hier abzusichern. Das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Und den... Wieso ist die Giftgasfalle auf einmal weg? Diesen müssen wir dann einleiten, diesen Schritt. Ich würde ja ganz gerne noch mehr Ebens haben, aber... 30 ist erstmal okay, und wenn wir die dann alle trainiert haben, so im 10er Bereich, dann ist das eigentlich auch alles okay so. Die sind ja auch gut dabei. Leute, hier, die steigen Level auf. Level 7er Ebens. Ja gut, bis die nächsten dann eine Stufe höher sind, das wird dann echt noch was dauern. Also bis die Level 10 sind. Da können wir jetzt leider nicht so viel machen, außer halt abwarten. Anders geht's nicht. So ist denn hier der Riese so beschädigt. Wieso sind die Riesen so angekratzt? Weiß es nicht. Mich. Naja, wir lassen die mal machen. Ich kann den Riesen... Oh. Natürlich auch beschleunigen. Na, jetzt ist er halt nur schneller in Sachen Geld abholen. Die Vampire haben schon direkt ihr Geld geholt. Die teleportieren sich ja. Was ganz gut ist, dann sind die schon mal erstmal frei von dieser Geldlast. Die anderen holen sich jetzt ihre Kohle. Das ist ganz gut, dass sich das so ein bisschen staffelt. Dann habe ich nicht so viele Kosten auf einmal. Wie viel kostet das denn mittlerweile? Boah, 20.000 kostet ein Zahltag jetzt mittlerweile. Na gut, die Vampire haben sich schon mal ihre Kohle geholt. Jetzt gleich sind die... Ninjas und die Trolle, die ersten, die sich dann auch noch ihre Kohle abholen. Und dann kommen die langsameren Kreaturen. Das gleicht sich dann schon wieder aus, zum Glück. Bis dato haben wir ja schon wieder Gold angesammelt. 15.000 haben wir jetzt. Ja gut, das klappt. Da bin ich ja beruhigt, dass ich mir das dann doch noch irgendwie leisten kann. Da ist der nächste Schwall auf dem Weg, da auch wieder. Bis die da sind, haben wir schon wieder genügend Kohle, um dann das Ganze auszugleichen. Währenddessen können unsere Vampire und unsere Arbeiter hier fleißig trainieren. Und die anderen Arbeiter waren ja jetzt hier schon fleißig dabei, die Wände aufzuwerten. Das ist gut. Was hat der Gegner denn? 32 Einheiten. Ich würde das so ein bisschen verworren haben vom Gang her. Desto weiter der Gegner zu uns laufen muss, desto besser. Ich will es natürlich jetzt auch nicht zu sehr übertreiben, aber... Er soll natürlich schon so seinen Weg zurücklegen müssen. Hm.
Machen wir so ein bisschen schneckenförmig. So haben wir dann auf jeden Fall die Absicherung, dass wir den Weg bestimmen können mit Fallen. Wo ist er denn eigentlich? Der müsste doch hier sein, ne? Ja. Hier sind seine Räumlichkeiten. Seine Werkstatt, die nicht gerade klein ist. Noch eine Werkstatt. 10er Skelette. Und 1er Skelette. Er hat auf jeden Fall 10er Kreaturen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das ist jetzt kein Witz mehr oder so. Da müssen wir achtsam sein. Und deswegen will ich das so wie eine Schnecke aufbauen. So, das hier ist der Einstiegspunkt. Sagen wir mal, hier ist der Einstiegspunkt. Hier kommen wir dann in seine Base rein. Da schlagen wir dann zu. Ich mache das jetzt erstmal nur bis hier. Dann haben wir Zeit, da noch einen Fallen zu platzieren und unsere Einheiten haben Zeit zu leveln. Die haben sich jetzt alle ihren Sold geholt und sind jetzt auch erstmal glücklich. Ja, die Riesen sind noch auf dem Weg zurück. Das dauert natürlich immer so ein bisschen. Die sind ja auch noch auf dem Weg zurück. Bis die jetzt schon fast wieder zurück sind, haben wir schon fast wieder Zahltag. Von daher beschleunigen wir das Ganze mal und schicken die jetzt erstmal in den Hühnerraum. Denn die haben Hunger. Jetzt definitiv mal so etwas beschleunigen. Wir wollen jetzt auch dann schlafen. Ja, die sind von den ganzen hin und her auch voll erschöpft. Wir können den Hühnerraum aber mal was größer machen. Denn wenn die jetzt alle immer so schlagartig Hunger haben, ist das schon sehr teuer, was die Hühner angeht. Wenn wir da ein bisschen mehr Reserven, ist ja nicht verkehrt. Ja gut, unser Gang ist soweit fertig. Jetzt müssen wir den ganzen Gang nur noch mit Fallen bestücken. Das wird eher noch das Problem werden. Aber wenn unsere Kreaturen hier fertig sind, dann sind es ja auch immer mehr Kreaturen, die in der Werkstatt arbeiten können. Dann geht es auch immer etwas schneller. Level 6er Ims. Habe ich da eben schon 8er gesehen? Ja, 8er Ims. Es geht doch voran. Könnte definitiv schlimmer sein. Freut mich. Dann haben wir bald schon die nächsten Imps auf Level 10. Wieder Imps, die schneller Gold besorgen und wieder Imps, die auch schneller hier unsere Fallen von A nach B schleppen und die Gefangenen dann auch später abschleppen. Machen wir das mal hier. Erstmal so die Eckpunkte. Eisentür. Eine Tür wurde hergestellt. Oder jetzt die magische Tür. Ja gut, ich habe ja noch genug Fläche. Ich muss das jetzt nicht hier sofort machen. Mache ich das erstmal so dort. Das Ganze dann hier auch nochmal so. Dann haben wir ja noch genug Fläche, um hier Fallen zu positionieren. Eine Falle wurde hergestellt. Gut, die bleiben auch fleißig. Ups, Maus ausgerutscht. Die bleiben auch fleißig da drin. Das gefällt mir. Wir haben halt noch sehr, sehr viele Imps, die auf Stufe 1 sind. Das ist so das Problem. Deswegen dauert das auch alles so ein bisschen. Nächster Zahltag ist doch schon bald wieder. Den können wir gerade so ausgleichen. Es sind aber jetzt weniger Kreaturen, die trainieren. Das heißt, wir haben auch dementsprechend über die Zeit weniger Kosten. Aber wenn die jetzt gleich Level 9 oder so sind, verbrauchen die auch wiederum mehr Gold im Trainingsraum. Also plus minus 0. Wir müssen halt einfach darauf hoffen, dass sie bald Level 10 sind. Das ist so unser einziger Vorteil, den wir dann haben, wenn die Kreaturen dann ausgelevelt sind.
Tja, ich habe vorhin schon mal ein paar Minuten ohne euch halt gemacht, aber letzten Endes hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger machen sollen. Weil hier vom Leveln her tut sich da nicht so viel. Es dauert halt einen Moment. Und wie gesagt, zu überstürzen, wenn die Level 10er haben und die haben 32 Kreaturen, ist wirklich nicht so klug. Ich habe natürlich den Vorteil, ich kann sie kommen lassen. Ich könnte es ja mal probieren. Ich kann ja vorher speichern. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Fallen da haben. Da muss ich die Türen abschließen und einen eben quasi vorausschicken, der da öffnen soll, den Zugang. Aber ich finde, das sind noch zu wenig Fallen. Da müssen wir noch mehr haben. Das ist noch zu wenig. Das muss denen ja auch ordentlich wehtun, wenn die jetzt hier langkommen. Können natürlich hier noch so Bremsen einbauen. Dass wir dann immer in Abstand von 2 die Türen platzieren. Und dann Fallen immer so dazwischen, Gift oder Blitzfallen. Um die halt abzubremsen. Das macht dann schon was aus, weil die Fallen dann jedes Mal ausgelöst werden, wenn sie da stehen bleiben müssen. Also gegen die Tür kloppen. Eine Falle wurde hergestellt. Und es leckt schon wieder. Und es ist Zahltag, deswegen hat es geleckt. Jetzt sind wir bei 21.000 Kosten. Mein lieber Schwan. Gut, die Vampire haben sich schon wieder ihr Geld abgeholt. Level 8 und Level 7. Die Imps Level 7 und die anderen sind noch immer Level 8 oder sind die schon Level 9? Ne, Level 8. Hängen noch so ein bisschen hinterher. So, die holen sich schon wieder ihre Kohle ab. Können sie mal beschleunigen, damit wir die Ninjas und den Ritter schon mal wieder direkt an der Arbeit haben. Da geht das schöne Geld flöten. So, und direkt wieder ans Werk, Leute. Die haben ihren Sold bekommen. Jetzt können wir das natürlich mal mit den Riesen auch schon mal abkürzen und den Teufler und die Geister. Dann haben die auch schon mal ihre Kohle eingesackt. Die können dann zurück zum Trainingsraum. Können wir es jetzt eigentlich mit allen Kreaturen machen? Okay, die Trolle haben gerade ihr Gold abgeholt. Die Eisenjungfrau habe ich eben auch schon gesehen. Die Drachen. Zauberer. Und was sind das hier? Mönche. Dann müssen wir die Barbaren nur noch hinterher schicken. Können wir so ein bisschen beschleunigen. Weil der Weg halt schon sehr weit ist. Natürlich, wenn unsere Arbeiter jetzt alle so hoch sind vom Level, dann sind diese Schatzkammern ja sehr schnell voll. Und dann sind ja auch nicht mehr so viele Kreaturen, die da gleichzeitig am Trainieren sind. Das heißt, unser Goldvorrat wird automatisch immer weiter steigen. Was jetzt natürlich noch nicht gegeben ist. Level 9er eben. Level 7er. So, hier muss noch eine Falle hin. Da können wir nochmal eine Giftfalle hinmachen. Und wie gesagt, dazwischen auch nochmal so Fallen. Eine Falle. Das dauert halt leider. Tja. Da geht's euch gerade nicht besonders anders als mir auch. Denn wir müssen warten. Warten, warten. Da freuen sich die Zauberer. Stufe 7 haben sie erreicht. Der Riese ist Stufe 8 geworden. Wunderbar. Und unser Gold geht schon wieder zur Neige, weil, wie gesagt, die sind höher vom Level. Die verbrauchen jetzt auch mehr Gold pro Trainingseinheit. Wäre denn der
nächste Schrei in Sachen Aufstieg. Ja, die Vampire sind 8, die Barbaren sind so 8. Ja, wenn dann so, sind die alle recht gleich auf und werden dann alle mehr oder weniger so. Zwei Dritte von denen werden dann gleichzeitig alle auf Level 10 sein. Gibt es jetzt keinen, der jetzt mehr oder weniger eher fertig sein wird. Leider. Jetzt gleich sind wir schon wieder zur Arm, um Kreaturen zu trainieren. Da müssen wir mal vorbeugen. Die trainierenden Imps rausholen. Das Gold schürfen lassen. Dann haben wir A, weniger Gold verbrauchen direkt. B, mehr Imps, die schneller Gold besorgen. Einer ist noch mit da drin, ist jetzt halb so wild. Wir verlieren aber trotzdem mehr, als wir dazu kriegen. Das ist ja das, was ich sagte. Die mit den höheren Level verbrauchen die halt auch dementsprechend viel mehr Gold. So. Dann können wir jetzt hier nochmal Fallen dazwischen quetschen. Da fehlt immer noch eine Falle. Die Machtwartfalle. Ansonsten sind soweit die Fallen eigentlich alle da. Damit wir es so annähernd probieren könnten. Falle wird auch da benötigt, oder nicht? Ich glaube, eine Falle. Haben wir so richtig gemacht, dass die jetzt endlich mal die Fallen dahin bringen. Damit auch die Machtwartfalle da ist. Ansonsten können wir das ja einfach nur noch bis hier, bis zu dieser magischen Tür, wo ich das gemacht habe, dann werde ich das vervollständigen. Ich glaube, ich werde das dann zwischen den Folgen machen. Bis hier vorne das Ganze vervollständigen. Ich zeige es nochmal kurz an. Bis hier quasi. Und hier mache ich dann auf Level 1, das ist wie süß, aber dann auch Level 10. Und dann würde ich sagen, fangen wir das Ganze mal an. Ich werde das dann bis hierhin vorbereiten und ich würde dann sagen, vorbereitet sehen wir uns dann in der nächsten Folge, weil jetzt wird nicht mehr so viel passieren. Ich lasse die mal hier so ein bisschen machen. Das ist ja jetzt alles nicht so ganz so spektakulär, beim Training zuzuschauen und Fallen zu platzieren. Wie gesagt, ich bereite das mal vor und wir sehen uns dann in... Oh, ich dachte gerade, die haben das die Wand kaputt gemacht. Dann sehen wir uns wieder in 2 Tagen. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen hier bei Dungeon Keeper. Tut mir leid, wenn diese Folge ein bisschen langweiliger war. Aber auch das gehört manchmal dazu. Kann ich immer nur Action und Haut drauf geben. Und in der nächsten Folge sind wir im Krieg. Vielen lieben Dank fürs Begleiten, fürs Zusehen und bis dahin.